Guten Tag und auch von mir einen herzlichen Dank, dass ich hier heute in den Austausch gehen darf. Vielen Dank für den Vortrag von Frau Lorenz-Senai. Es bestätigt vieles von dem, was wir als Annahme auch in unserer Arbeit nutzen. Und ich, genau, warte jetzt gerade auf die Folie. Ja. Ich gehe heute mit dem Thema Multiperspektive in Diskussionsräumen rein. Multiperspektive insofern, als das, was Frau Lorenzina eben auch schon erzählt hat. Natürlich gibt es die viel verschiedene Perspektiven in der Mehrheitsgesellschaft. Es gibt aber auch verschiedene Perspektiven in den Gruppen und aus den Gruppen heraus, die sich von Diskriminierung betroffen sehen. Kurze Einführung zu meinem Arbeitgeber, damit auch ein bisschen versteht, von welcher Position aus ich spreche. Ich spreche hier für den New Israel Fund, der 1979 gegründet wurde, zunächst in den USA. Inzwischen weit darüber hinaus in mehreren Ländern vertreten ist und die Unterstützung der progressiven israelischen Zivilgesellschaft als Aufgabe sieht, dabei für Gleichberechtigung, Toleranz und soziale Gerechtigkeit einzutreten. Inzwischen sind es mehr als 800 Organisationen, die dort im Laufe der Jahre unterstützt wurden, dieses auch nicht nur jeweils einmal, sondern viele dann eben auch fortlaufend über mehrere Jahre. Es geht dabei um alle Menschen, die in Israel leben. Wir sind definitiv keine Israel, wir sind keine jüdische Organisation, wir sind eine israelische Organisation. Der Vorstand, nicht in Deutschland, aber definitiv in Israel, ist zu 20% mit Personen, die nicht jüdisch sind, besetzt und 20% der finanziellen Ressourcen gehen eben auch an Projekte in der palästinensischen oder arabischen Communities in Israel. Seit 2014 gibt es den New Israel Fund in Deutschland und seit 2018 gibt es ein Bildungsprogramm des New Israel Fund in Deutschland, vor allem in Berlin. Die Themen sind dabei Diversität, Diskriminierung, Hate Speech, Arbeit gegen Antisemitismus, vieles zu Israel und Konflikte. Nächste. Das Bildungsprogramm unterteilt sich dabei in drei Säulen unserer Aktivitäten. Das eine haben wir überschrieben mit Shared Society. Da geht es um Teilhabe. Das ist auch der Begriff, den unsere Kolleginnen und Kollegen in Israel nutzen. Die Hauptthemengebiete, die dabei abgedeckt werden, sind Vielfalt, also Diversity, Antidiskriminierungsarbeit, Arbeit zum Thema Hate Speech. Da ist aber auch Privilegienarbeit mit drin. Wir nutzen dabei vor allem spielerische Ansätze und setzen das zum größten Teil in Berlin um. Wir sind vom Berliner Senat gefördert, von der Senatsverwaltung für Bildung, Familie und Jugend. In der zweiten Säule sehen Sie das Thema Antisemitismus und die Arbeit gegen Antisemitismus. Wir haben uns mit verschiedenen Formen von Antisemitismus beschäftigt, dem Thema, das hier heute vorliegt, Antisemitismus und Rassismus. Da werde ich gleich noch weiter drauf eingehen. Die Thematik der Verschwörungserzählungen und auch betroffenen Perspektiven dargestellt. Das haben wir vor allem in kurzen animierten Videos gemacht und zu denen stellen wir dann Unterrichtsvorschläge vor, damit nicht nur wir diese Materialien nutzen können, sondern eben auch die Kolleginnen und Kollegen, die pädagogisch sowohl an Schulen wie auch darüber hinaus aktiv sind. Das haben wir nicht in Berlin gemacht. Die dritte Säule, das ist das, was wir seit 2 Jahren vermehrt nun verfolgen, ist die Israel-Bildung. Dabei wollen wir vor allem Stimmen aus Israel selber, aus der israelischen progressiven Zivilgesellschaft
hervorbringen, jüdische und israelisch-palästinensische Beziehungen darstellen, Wissen über Israel vermitteln, progressive israelische Zivilgesellschaft halt darstellen. Das tun wir wieder mit eher spielerischen Methoden, also Interviews und Quiz, aber auch mit Texten und Fotos. Und das vorwiegend noch in Berlin, weil wir dafür die Förderung hier haben. Wir hoffen, darüber hinausgehen zu können. Nächste. Alle drei Säulen zusammen ergeben dann, und das ist durchaus auch dem Umstand des Überfalls der Hamas am 7. Oktober, also vor gut einem Jahr, auf Israel und dem danach sich entspinnenden Krieg in Gaza geschuldet, dass wir all diese drei Säulen zusammengebündelt nutzen, um multiperspektivische Gesprächsräume zu eröffnen an Schulen im schulischen Bereich. Dies klar in krisenhaften Zeiten tun. Dabei waren der gesetzte Rahmen dann im Laufe der Zeit natürlich die Situation und der Krieg nach dem Überfall auf Israel, der Krieg in Gaza. Aber eben auch sowas wie das Treffen der AfD in Potsdam oder immer wieder Jahrestage, wie zum Beispiel der Angriff auf die Synagoge in Halle oder die Tötungsdelikte in Hanau. Rahmen unserer Arbeit sind klar, natürlich Demokratie, Menschenrechte und internationales Recht. Das sind die Grundlagen, an denen wir uns orientieren. Nächste. Jetzt so ein bisschen die Frage, wie kommt man dahin? Und ich habe als Oberziel der pädagogischen Arbeit, sowohl unserer pädagogischen Arbeit wie auch der von den Kolleginnen und Kollegen, die Lehrkräfte sind an den Schulen, mit denen wir kooperieren, hier angenommen. Und zunächst mal gehe ich davon aus, dass alle eher Unterricht durchführen wollen. Ja, also sie wollen Wissensvermittlung betreiben. Ein Wort, das damit in Verbindung steht, ist dann ja der sogenannte Schulfrieden. Das heißt, man möchte dahin kommen. Weiteres Oberziel, das ich angenommen habe, darüber können wir auch noch diskutieren, ob das so stimmt, ist, dass wir als politische Bildnerinnen und Bildner, aber auch die Kolleginnen, mit denen ich da zusammenarbeite, da habe ich vielleicht auch einen speziellen Ausschnitt an Lehrkräften aus bestimmten Fächergruppen. Wir wollen mündige Bürgerinnen ausbilden im Sinne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. So. Wenn wir diese Oberziele annehmen, nächste bitte. Dann haben wir durchaus Situationen, in denen bestimmte Meinungen von Schülerinnenseite, wir machen auch Elternarbeit, auch von Elternseite zutage kommen im Unterrichtsgeschehen. Einerseits vielleicht gar nicht, weil der Fokus auf einem bestimmten Thema liegt, vielleicht aber auch gerade. Und das, womit wir insgesamt sehr, sehr, sehr gut gefahren sind, ist so eine Schablone sich zu nehmen und zu unterscheiden zwischen Verstehen und Verständnis. Dass eine Person mit einer anderen in, ja, also vor allem wenn es um ein pädagogisches Verhältnis geht, in den Diskurs ins Gespräch geht, hat nichts unbedingt gleich damit zu tun, dass ich Verständnis für eine Äußerung aufbringe, sondern ich möchte verstehen, woher kommt das? Ja? Was ist dahinter? Wo kommt deine Meinung her? Wo kommen deine Informationen her? Weißt du überhaupt, was du da jeweils sagst?
Und dafür ist die Frage natürlich, was brauchen wir dafür, um dieses Verstehen aufzubringen? Die Frage ist aber auch, wofür haben wir denn noch Verständnis, ne? Also wo sind auch bei uns die Grenzen selber in der Reflexion? Was können wir, ich werde jetzt mal pathetisch ertragen, und was aber eben auch nicht, wo sind auch unsere eigenen Grenzen? Genau. Und wofür eben nicht? Und dieses Nicht auch durchaus definieren zu können. Nächste bitte. So. Jetzt haben wir in unserer Arbeit und auch in der Fortbildung für Kolleginnen und Kollegen folgende 5 Punkte uns erarbeitet. Das heißt, wir sind immer daran interessiert, einen Raum zu eröffnen, in dem nicht nur eine Position das Anrecht auf Wahrheit haben kann. Ja? Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, und das fordern wir von uns zumindest, möglich sein, dass es mehrere Wahrheiten gibt. Klar ist 2 plus 2 4, aber es kann auf bestimmte Fragen, die jetzt nicht rein mathematisch sind, durchaus verschiedene Antworten geben. Wir raten dazu, in dem Kontext Emotionen zuzulassen und nicht nur auf reine sachliche Wissensvermittlung zu gehen, sondern im Schülerinnengespräch, in den Diskussionen durchaus Emotionen zu erlauben, diese aber auch nur bis zu einem gewissen Grad zu ermöglichen. Und zwar immer dann, natürlich, wenn es darum geht, zu erfahren, wie es den Personen selber geht. Ja? Wir legen großen Wert darauf, Verletzungen zu unterbinden. Also nicht, ihr seid alle und die sind so, und solche Äußerungen zu unterlassen und die Schülerinnen und Schüler dazu zu bringen, diese nicht aufzubringen. In der nächsten Stufe, sowas mache ich dann, wenn dann doch klar diskriminierende Äußerungen kommen, denen ganz klar eine Grenze zu setzen. Das geht einfach nicht, das geht zu weit, weil die jeweils Redenden ja auch nicht diskriminiert werden wollen. So, ne? Also es ist ja ein Geben und Nehmen. Ich gebe Ihnen dazu gleich noch, weil es jetzt ein bisschen die Frage ist, wie mache ich das? Eine Handreichung, beziehungsweise die kann ich auch jetzt schon einpflegen. Und zwar kann man hier, wie ich finde, sehr gut nachvollziehen von den Kolleginnen und Kollegen aus Sachsen von Leben und Arbeit, wie mit dem Thema Emotionen in der politischen Bildungsarbeit umgegangen werden kann. Und gerade das, was am Ende steht, die Methoden sind, finde ich, sehr hilfreich und werden teilweise auch von uns genutzt. Nächste bitte. Kurze Erinnerung an die Zeit. Wir wollen ja auch noch den Film zeigen. Alles klar. Okay. Also, ich rate durchaus dazu, parallele Beispiele, zum Beispiel aus der deutschen Geschichte, eventuell sogar in Verbindung mit der eigenen Familiengeschichte anzuführen. Ja, also bestimmte darauf aufmerksam zu machen, dass bestimmte Punkte in zum Beispiel der Geschichte wie die Wiedervereinigung durchaus unterschiedlich betrachtet werden können, dass es für bestimmte Personen in unserem Land eine Verlustgeschichte ist, dass es für andere ein Sieg über einen Unrechtsstaat ist, und das, ne, also an solchen Sachen kann man sehr gut klar machen, was Multiperspektive ist, was sich daraus ergibt, und dass diese sozusagen empfundenen Wahrheiten gleichzeitig im Raum gehalten werden können. Wenn es um Nahost geht, dann rate ich durchaus immer dazu,
gerade auf israelisch-palästinensische Zusammenarbeiten zu fokussieren. Wer da weitere Antworten haben möchte und weiter darauf eingehen möchte, kann sich gerne an mich wenden. Wir haben dazu Materialien. Das ist, wie gesagt, ne, unsere Säule 3. Da sind wir gerade sehr intensiv dabei. Und ich würde dazu raten, Aggressionen im Ausdruck zu verbieten. Das knüpft an das vorhin an, aber den Hintergrund erfahren zu wollen. Und das ist wieder dieses, ich werde kein Verständnis dafür haben, dass du hier so brüllst, aber sag uns doch, woher deine Wut kommt. Das Verstehen und das Verständnis. So, nächste bitte. Genau, Urteile über andere in den Diskussionen unterbinden. Da fragt man sich immer, wie soll das gehen? Das mit der einer Methode der roten Karte, das ist in der Handreichung, die ich Ihnen eben in den Chat gegeben habe, da ist es beschrieben. Das ist wirklich sehr, sehr gut möglich, weil es eine große Gleichberechtigung innerhalb der Gruppe, innerhalb der Klasse zum Beispiel gibt. Im Fall klarer diskriminierender Äußerungen, diese herausgreifen und umformuliert die Folgen deutlich machen und nach der Motivation fragen, also wieder, ne, verstehen und nicht Verständnis. Bei geschlossenen diskriminierenden Weltbildern können natürlich Sanktionen angedroht und eventuell auch vollzogen werden. Aber es geht mir nicht darum, jemanden zu entlarven als den Große oder die Große, sondern den jungen Menschen zu ermöglichen, gewahr zu werden, was ihre Äußerungen denn bei anderen hervorrufen und wie diese, ne, wie diese in einem größeren Kontext wahrgenommen werden. Und das ist dann eben auch Lernen und das ist dann auch politische Bildung. Nächste bitte. Genau, das ist dann die letzte Folie und dann geht's in den Film. Ja. Genau. Das ist, ne, also was wir vorhin auch hatten im vorherigen Vortrag. Es gibt spezielle Dinge, obwohl beides Antisemitismus und Rassismus oftmals in einem Atem genannt werden, gibt es bestimmte Funktionen. Wir haben in unserem Film auf eine leicht andere als Frau Sinan Lorenz vorhin abgehoben, aber auch darüber freue ich mich, wenn wir uns darüber gleich noch unterhalten können. Dass Antisemitismus, nämlich einer anderen Gruppe, wird eine übermächtige Position zugeschrieben, die diese zu ihren Gunsten ausnutzen würde. Und Rassismus einer Gruppe wird eine mindere Wertigkeit zugeschrieben, welche eine Unterdrückung legitimiert. So, und darauf basierend, dahin guckend, haben wir in Verbindung mit dem Goethe-Institut und der Bundeszentrale für politische Bildung eins dieser, was ich vorhin schon einführend benannt hatte, kurzen animierten Filmchen entwickelt. Das ist 4 Minuten lang. Eine Download-Quelle dazu erhalten Sie entweder jetzt von mir oder von Herrn Adi. Meinetwegen auch von mir. Ich stelle ihn soeben in den Chat. Mache ich gleich sofort. Jetzt war ich schneller. Entschuldigung. Ja, okay. Da ist auch eine Handreichung dabei, also was wir im Unterricht teilweise gemacht haben. Nicht immer haben wir alles gemacht. Das passt nicht auf jede Gruppe, aber es ist ein Vorschlag, den natürlich jeder Pädagoge und jede Pädagogin auf ihre jeweilige Lerngruppe anpassen muss. Aber das funktioniert ganz gut. Ich würde dazu einladen, jetzt den Film, glaube ich, zu gucken. Ja, die würde den starten. Ja, wir bauen Danke. kurz um. Eine Sekunde. Und auch dazu können wir dann gleich Fragen noch beantworten. Vielen Dank. Antisemitismus und Rassismus sind menschenfeindliche Ideologien. Sie teilen Menschen in Gruppen ein und geben den vermeintlich anderen häufig negative Eigenschaften. Beide Konstrukte sind tief in unserer Gesellschaft verankert, bringen bei genauerem Hinsehen einige Unterschiede mit sich.
Rassismus bedeutet, wenn Menschen als Teil einer Gruppe diskriminiert und ausgegrenzt werden, zum Beispiel aufgrund ihrer zugeschriebenen Herkunft oder weil sie eine andere Hautfarbe haben. Er kann unbewusst vorkommen oder sich in Beleidigungen äußern. Er kann in roher und auch oft in organisierter Gewalt münden. Rassismus zeigt sich in allen Lebensbereichen, bei der Job- und Wohnungssuche, auf einer Party oder im Kontakt mit der Polizei, aber auch an den Außengrenzen Europas. Auch Antisemitismus oder Judenfeindschaft bietet ein Denkgebäude, in dem Menschen als Gruppe diskriminiert werden. Die Juden verkörpern das Unverständliche oder Angsteinflößende einer modernen, globalisierten Welt. Ihnen wird unterstellt, heimlich und manipulativ die Weltwirtschaft und Herrschaftsverhältnisse zu steuern. Bis heute findet sich dieses Denken in Verschwörungserzählungen, selbst wenn es um Menschen geht, die nicht jüdisch sind. Im Antisemitismus werden die Juden als bedrohlich und überlegen dargestellt. Besonders mächtig, besonders klug, besonders reich. Ganz anders beim Rassismus. Hier geht es um die Abwertung von Menschen. Diese Irrvorstellung ist während der Kolonialisierung im 16. Jahrhundert entstanden. Die Machthaber Europas entmenschlichten die Bevölkerung ihrer eroberten Kolonien auf der ganzen Welt. Sie galten als unterlegen, unzivilisiert und minderwertig, damit der weiße Christenmensch sie ausbeuten und als Ware handeln konnte. Die älteste und prägendste Form der Judenfeindschaft ist über 2000 Jahre alt. Der christliche Antijudaismus macht die Juden für den Tod Jesu verantwortlich und wirft ihnen vor, nicht an den vermeintlich richtigen Gott zu glauben. Judenfeindschaft hat sich über die Zeit entwickelt. Ab dem 19. Jahrhundert wird vermehrt der Begriff Antisemitismus verwendet. Jüdische Menschen wurden rassifiziert. Ihnen wurden bestimmte biologische und kulturelle Eigenschaften zugeschrieben, aufgrund dessen sie ausgegrenzt und vertrieben wurden. Vor allem der Holocaust, die systematische Ermordung von 6 Millionen europäischen Jüdinnen und Juden, ist im Zusammenhang mit einer nationalsozialistischen Rassenpolitik zu sehen. Auch heute sind antisemitische und rassistische Verschwörungserzählungen häufig miteinander verbunden. Die Verschwörungserzählung Der große Austausch geht davon aus, die mehrheitlich weiße und christliche Bevölkerung in Europa würde untergehen, indem sie durch eine minderwertigere, nicht weiße und muslimische Bevölkerung ersetzt wird. Und zwar von einer jüdischen Elite. Antisemitismus und Rassismus sind immer noch Alltag in unserer Gesellschaft. Sie verletzen Einzelne, schließen Gruppen aus und schaden dem friedlichen Zusammenleben in unserem Land. Was können wir sowohl gegen Antisemitismus als auch gegen Rassismus tun? Was glaubst du, warum diese Konstrukte immer noch so mächtig sind? Genau, die beiden, ne, Fragen, die am Ende angeführt werden, können alternativ behandelt werden, je nachdem, welche Gruppe man hat. Man kann auch sich natürlich eine andere Vielen Dank, Frage Herr überlegen. Wagner. Vielen Vielen Dank. Dank, Herr Wagner, für den Vortrag und den Film.